السلام عليكم ورحمة الله. Herzlich willkommen bei Muslim Media. Ich heiße Joshkon, Entnäger, Cameraman, Mr. World, und der hat mich eingeladen, um mir ein interessantes Video vorzuführen, sagt er, und bin mal gespannt. Dann viel Spaß beim Zuschauen. Kennst du Bob den Zoo? Mhm. Ja, wenn du kleine Kinder hast, dann kennt man das. Ist auf jeden Fall, er macht halt ganz viele Kindervideos. Da lernst du Alphabet und die Farben und sowas. Das ist so animiert, ist glaube ich ein Amerikaner, der das macht. Zeichentrick. Ja. Okay. Das ist halt für die Kinder, damit die was lernen. Ich zeig dir mal jetzt eine Episode. Ich frag mich, warum das für uns interessant ist. Ja, ja, guck. Weil du ein Moslem bist. Muselmann. Hallo Kinder, wollt ihr heute etwas Tolles sehen? Ja, das wollen wir, ja. Okay, wir gehen zum Militärlager. Beeilt euch! Nicht so langsam! Ja. Militärlager? Ja. Okay. Wo geht ein Amerikaner hin, um seinen Kindern einen Gefallen zu tun? Ja, ja, normal, ne? Ja, Kinder, wir gehen mal ins Militärlager. Gehen wir ins Militärlager, ne? Da gucken wir mal an, wie die Amerikaner... Nicht so langsam! Pass auf jetzt! Was seht ihr, Kinder? Wir entschuldigen uns für die Musik. Wir sehen einen Panzer! Ja, das stimmt. Im Militärlager steht er an erster Stelle. Hallo, Herr Panzer. Was machen Sie? Ich töte. Ich schütze unser Land und auch unsere Grenzen. Der Schütze. Das muss natürlich jedes Kind wissen. Jedes amerikanische Kind muss wissen, dass man Panzer hat, um USA zu schützen. Ist ja normal, aber oder? Das ist nicht synchronisiert, ne? Nein, Mann, das ist echt... Also das ist... Der Typ darf das in Deutschland machen. Aber das ist ein Amerikaner, der ist, glaube ich, weltweit übersetzt. Und der Typ macht das offiziell. Hm. Aber das ist... Wenn du das Englische guckst, ist es genauso. Das ist das Original. Das ist jetzt kein Fake. Wahnsinn! Das animiert uns doch. Schaut, da ist der Armeelaster. Hallo, Armeelaster. Wie geht's? Hallo Bob, ich muss den Soldaten Waren liefern. Also muss ich jetzt los. Den Soldaten Waren liefern. Für den Krieg. Ja, was denn so? Wahnsinn, wird ja mal besser immer. Hallo Ambulanz, du siehst müde aus. Hallo Bob, das liegt daran, dass ich so oft gebraucht werde. Was machst du so den ganzen Tag? Ich helfe beim Transport der verwundeten Soldaten. Ein toller Job. Ich muss Beine absägen. Und das ist ein toller Job. Das ist ein toller Job. Jedes Militär, amerikanisches Kind möchte das gerne machen. Genau. Das ist doch mal, das ist so eine, ja, das ist doch was Ehrenvolles, ne? Mit, ja. Mit einem Kreuz drauf. Da ist ja so ein Dönerbudenverkäufer total ehrenlos, nee, weißt du? Ist ja auch nicht spannend. Ja, klar. Hier kommt das Kampfflugzeug. Oh Mann. Ich fliege sehr hoch, sodass ich den Himmel beschützen kann. Die Bomben. Beschützen vor wem? Vor dem Bösen? Vor dem bösen Moselmann. Ja. Yeah. Das lerne ich schon in dem Alter. Gut, dass es die Amis gibt. Schaut mal, das ist ein Transporthubschrauber. Was machst du? Hallo Bob, wie geht's dir? Ich transportiere die Truppen durch die Luft und bringe sie an Orte weit oder nah. Hier kommt der Bomber. Passt auf, Kinder. Hallo, Bob. Ich heiße Bomber und meine Feinde haben Angst vor mir. Meine Bomben können alle Ziele zu Land und zu Wasser zerstören. Wahnsinn, ja? Hallo, ich bin der Bomber. Die Leute... mach alles kaputt. Ich habe den besten Job. Meine Bomben fürchten alle, weil ich verwüste alles. Das brennt alles einfach mal. Auf einen Schlag war ich die alle kaputt. Oder meine Bomben zerstören alles auf Land und nichts, sagt er. Wahnsinn, ich, ne? Bin der Bomber, jeder hat vor mir Angst. Das nennt man nochmal eine Radikalisierung, oder? Hallo, gepanzertes Personenfahrzeug. Was haben Sie da verborgen? Hallo, ich bringe die Militäreinheiten zum Schlachtfeld. Schlachtfeld, Jorart. Ist so, oder? Das ist kein Fehler. Zum Schlachtfeld. Ja. Wer wird denn da geschlachtet? Da müssen wir auch mal mit unseren Kindern hin, weißt du? Wir sollten das Video synchronisieren auf unsere Art. Ja, vielleicht sollen wir das mal machen. Ahmed der Zug oder so. Genau, Ahmed der Zug. Hier, die Kufur haben Angst schon, weil meine Bomber machen den Kufur Angst. Dann wäre das aber...
Mann. Warte, warte, warte. Kinder, seht da! Was für ein Armeetransporter ist das? Könnt ihr es erraten? Kampfflugzeug, Jeep, Hubschrauber. Oh, bitte, sag's uns. Ja? Muss man ja lernen. Ja, nun. Oder nicht? Ist auch wichtig. Irgendwann fürs Leben. Muss man ja wissen. Ist wichtig fürs Leben, ne? Also, Integration und so, ne? Kinder müssen da. Hashtag Integration, Hashtag nicht Moslem. Nein, das ist ein Armee-Luftkissenfahrzeug. Oh mein Gott, da kommt es. Ich kann auf jeder Art von Oberfläche fahren. Und ich gehe dahin, wo es große Probleme gibt. Kinder, ich hoffe, das Armeelager hat euch Spaß gemacht. Hat es dir Spaß gemacht, Joshua? Vom Feind. Hast du viel gelernt? Ich habe so viel, ich nehme so viel mit. Ja. Wir müssen unsere Videos unbedingt umgestalten. Ja. Ja. Müssen wir mal machen. Wir haben die falsche Altersgruppe. Ja, es hat Spaß gemacht, klar, es macht jedem Kind Spaß. Genau, deswegen sind auch diese ganzen Gewaltspiele auch immer so lukrativ für die, die es machen. Ja, was sagst du dazu? Definitiv sollten wir das auch machen, der Dschihad-Panzer. Wahnsinn, ja, es kann doch gar nicht wahr sein, sowas, ne? Ja, der bringt die Soldaten zum Schlachtfeld. Das ist doch mal, der, eins der besten Beweise wieder mal so für Heuchelei. Ne? Ja, das Krasse ist... Es hat 9.600.000 Klicks. Genau. Oder 9.700.000 Klicks. Da bricht die Welt nicht zusammen anscheinend, ne? Das darf man den Kindern anscheinend zeigen. Ja. Ja, Bruder, das ist auch, die machen das auch schlau, weißt du, mit der schönen Musik im Hintergrund, ne? Diese so kindliche Musik im Hintergrund. Ja, oh ja, komm, wir gehen, weißt du? Und dann, damit klingt dann, das klingt dann so harmlos, ne? Ja, das sind aber halt Amerikaner, ne? Die haben ja mit Waffen ja kein Problem. Und das will man den Kindern ja natürlich auch beibringen. Ja, ja, klar. Ja. Die Waffenindustrie muss weiterleben, ne? Donald Trump lässt grüßen. Ja, auf jeden Fall. Ahmed der Zug, wenn wir das jetzt machen würden, genau. Wären wir wieder geblockt wegen pornografischer Inhalte und wegen Kriegsverherrlichung und was weiß ich was. Und als nicht Muslim darfst du alles, Kollege. Da geht das. Ja, da geht das. Da verteidigst du ja die Freiheit und dann passt das schon. Wie in den Hollywood-Filmen, da darf der Arnold alle töten. Sylvester Stallone kann in Vietnam gehen, jeden töten und kommt als Held wieder raus. Genau. Tony Stark ist der größte Waffenhändler, hat so viel Menschenleben auf dem Gewissen, aber er ist halt der Coole. Genau. Und er darf das. Warum? Because they're Americans. Aber wir müssen mal so ein Video dazu machen. Wir nehmen so Hollywood-Streifen und dann machen wir daraus islamische. Wir sollten so islamische Version machen. Kennst du das? Hören Sie mal, ich bin Amerikaner, ich kenne meine Rechte. Ne? Und wir müssen sagen, ich bin Moslem, ich kenne meine Rechte. Genau. Ich bin Moselmann. Wie war das nochmal mit dir? Mit, Bond, James Bond. Mein Name ist Kun, Josh Kun. Ja, das war's auch schon. Liebe Kinder, falls ihr mal etwas euch zu Eid wünscht, dann könnt ihr mit euren Eltern zum Militärcamp mit Bob. Genau. Der zeigt euch dann die Bombe. Ihr müsst auch nicht laufen, der fährt euch. Genau, mit so einer schönen Musik und ist alles okay. Da hast du dann so Alphabet, dann Farben und dann kommt der. Wahnsinn, ja, Bombe. Bombe. Bombe, ey, das darfst du nicht. Staffullah, Staffullah, nicht Bombe, nein. Verfassungsschutz, sorry. Rose. Warte. Dann kommen natürlich die Eltern und sagen, ja, warum gibt es keine Alternative von den Muslimen? Das wollen wir jetzt wieder nicht ansprechen. Wir wollen das nicht kommentieren, weil... Aber Joshua macht jetzt einfach seinen Appell und dann... Okay, mein Appell ist bitte Muslim-Media liken, teilen, abonnieren, kommentieren, weiterleiten, empfehlen, missionieren für Muslim-Media. Dürfen wir das sagen? Ja, sehr. Wir dürfen sagen, nach Bob dürfen wir alles. Wir dürfen jetzt alles erlaubt. So. Everything is halal. Ja, schaut wieder an, das heißt Muslim Media. Ich heiße Josh Kun, Mr. World. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.